Recording in progress.
Einen schönen guten Abend. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Reihe Peace Through Education, Friede durch Erziehung. Es ist die zweite Online-Serie in diesem Jahr, die Suzuko Hirschmann initiiert hat. Mein Name ist Irmgard Mendler und ich werde heute Abend durch das Programm führen, das eine Stunde dauern wird, circa. Frau Hirschmann wird am Anfang ein paar Worte sagen und dann sind unsere Sprecher Frau Lippert und Herr Rogger. Und es können dann Fragen und Antworten, also Fragen gestellt werden, direkt oder dann im Chat. Und wenn wir nicht fertig werden, dann können wir dann die Antworten auch zuschicken. Und ja, bei Fragen und Antworten wird mich Frau Ammersbauer unterstützen. Ich freue mich auf diesen Abend und auf all die Erfahrungen und möchte jetzt Frau Suzuko Hirschmann bitten, dass sie zu uns ein paar Worte sagt. So, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde und liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, euch wieder zu unserem zweiten Online-Treffen Peace Through Education begrüßen zu dürfen. Das Thema, heutigen Thema lautet Freiheit und Verantwortung. Und Freiheit ist ein wichtiges Bedürfnis und auch ein Recht für uns alle. Und das Leben ohne Freiheit bedeutet das Leben ohne Freude. Aber auch gleichzeitig soll man nicht vergessen, Freiheit ohne Verantwortung würde Probleme und Konflikte in der Gesellschaft bringen. Bei Autoverkehr zum Beispiel, viele junge Menschen möchten den Führerschein machen, wenn sie 18 werden, weil sie sich frei bewegen können, ohne ständig die Eltern zu fragen müssen. Aber dafür müssen sie die Verkehrsregeln lernen und einhalten. Und sie sollen fähig werden, in bestimmten Stationen richtig zu reagieren, damit Unfälle zu vermeiden können. Wenn man die Regelung ignoriert und fährt, wie man will, würde ein Chaos auf der Straße entstehen. Wir sind deshalb sehr, sehr dankbar, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema von Frau Rippert und Frau Locke, die sich schon lange mit der Jugend beschäftigt haben und ihre Wissen und ihre Erfahrungen hören zu können. Und ich möchte jetzt das Wort an Irmgard zurückgeben. Dankeschön. Dankeschön, Frau Hirschmann. Nun als erste Sprecherin wird Frau Lippert ihre Ausführungen zu uns bringen. Frau Lippert ist von der Elternwerkstatt. Sie hat schon einige Vorträge gegeben und uns unterstützt. Und sie wird auch kommende Woche uns unterstützen an der UNO. Wir sind sehr dankbar dafür. Und ja, sie hat unglaublich viel geleistet in der Erziehung. Sie ist Obfrau der Elternwerkstatt, ist zertifizierte Elterntrainerin, Sonder- und Heilpädagogin, Spielpädagogin, Behindertenpädagogin, Trainerin und Coach für Jugendliche und gibt Seminare für Eltern und Pädagoginnen, ist Trainerin für Langzeitarbeitslose, macht Arbeit mit eigenem Therapiehund in Schulen, ist engagiert im Konfliktmanagement, in der Schulmediation und Prozessbegleiterin bei UNICEF. Es ist sehr wertvoll, Sie heute Abend bei uns zu haben und möchte Sie bitten, zu uns zu sprechen. Dankeschön. Danke vielmals für die Einladung und für die Möglichkeit. Ich sehe gerade, dass mein Internet ein bisschen instabil ist. Ich hoffe,
Es wird die nächsten 15 Minuten mir hold sein. Hören Sie mich? Ja. Ja, wir hören Sie Ja, gut. sehr gut. Dann werde ich jetzt einmal den Bildschirm teilen. Sehr gut. So. So. Und dann noch auf Voll. Ja, Freiheit und Verantwortung, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir in der Elternwerkstatt, wir bevorzugen eben die flexible Erziehung. Das heißt, dass wir eben, ich werde Ihnen da mal schauen, dass ich Ihnen das noch gut auf Vollbildschirm präsentieren kann. Ups. Nein, das wird immer schlimmer. Schauen Sie, ob es. So, Big mache ich links gerade oben voll. from beginning, also Ja, Präsentation. da. Machen wir so. Es ist ja nicht so viel. Ja, wir in der Elternwerkstatt. Wir vertreten eben, das heißt, einerseits diesen Freiheitsbereich, das heißt, wir schauen auf unsere Kinder, dass sie sich entwickeln dürfen. Es ist so, dass Kinder eben in diesem Bereich das Sagen haben, sozusagen. Da dürfen sie ihren Baum malen, wie sie wollen. Sie dürfen ihre Bausteine aufstellen, wie sie wollen. Sie dürfen ihr Pferd rosa mit gelben Tupfen machen. Das ist der Bereich, wo wir sie annehmen, wo wir eben im aktiven Sich sein, wie ich bin. Das ist ein ganz wichtiger Bereich für Kinder. Nur so kann man ihre Talente entdecken. Nur so kann man schauen, was wird einmal, welche Erwachsenen werden hier groß. Kinder sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleichberechtigt. Und wir Eltern, wir bilden sozusagen den Rahmen, das Dach. Und wir können immer entscheiden, in welchem Bereich befinden wir uns gerade. Spielt gerade unser Kind mit Holzbausteinen und ist es gerade glücklich in seiner Welt, da müssen wir nicht hingehen und ihm erklären, wie es besser sein kann. Es muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und dann eben gibt es diesen Bereich der Mitsprache. Das ist der Bereich, wo eben beide bestimmen, wo beide, die Eltern und die Kinder sich treffen. Hier lernen Kinder, dass sie Kompromisse schließen. Die Mama fragt mich, was wir am Wochenende machen. Ja, der Papa fragt mich, was morgen essen möchte. Und das ist ein Bereich, wo weder die Eltern noch die Kinder entschieden haben. Wo man zusammen eben eine Lösung findet. Das ist der Bereich der Partnerschaftlichkeit. Von den Tools her eben das Verhandeln und die Familienkonferenz. Und das Wichtige ist eben, dass Kinder hier auch mitbekommen, jetzt im Gegensatz zu diesem Freiheitsbereich, wo sie eben so sein dürfen, wie sie sind, dass sie hier auch das Wort halten. Wenn wir uns was ausmachen, ich sage jetzt mal am Wochenende, hat die Tante Anni Geburtstag und die Eltern hätten gerne, dass das Kind mitkommt. Das Kind hat aber auch Pfadfinderparty oder Pfadfinderereignis, dass man da schaut, zuerst vielleicht zur Tante Anni und dann bringen wir dich zu den Pfadfindern. Und dass das aber auch eingehalten wird. Was vereinbart wird, wird auch eingehalten. Und das gilt auch für uns Eltern. Wir Eltern versprechen so oft Dinge, die wir dann nicht halten. Immer mit Ausreden oder mit irgendwelchen Dingen. Natürlich, weil der Alltag sehr anstrengend ist, weil im Alltag so viel los ist. Das ist alles verständlich. Aber deshalb sollten wir uns gut überlegen, was machen wir mit unseren Kindern aus? Was versprechen wir ihnen? Ein ganz ein wichtiges Thema, weil hier wird der Bereich des Vertrauens auch aufgebaut. Ja, das ist dieser Handschlag, was oft heutzutage ein bisschen zu kurz kommt. Hier werden Kinder ernst genommen. Und hier lernen sie,
Wenn ich was ausmache, dann ist es auch so. In diesem Freiheitsbereich, in diesem ersten Bereich, da dürfen Sie kreativ sein. Da haben Sie Lebensfreude. Da dürfen Sie sich entfalten und wir sind so, wir dürfen, können die Sachen, die Sie brauchen, zur Verfügung stellen. Aber das ist der Bereich, wo Sie Ihr Ich und Ihren Charakter und das, was Sie sind, eben entfalten dürfen. Und heutzutage kommt auch dieser Bereich leider ab und zu kurz, ja, weil die Kinder immer mehr vor Tablets gesetzt werden, immer mehr bespielt werden, ja, und auch leider immer mehr übergefördert werden. Also ich sage den Eltern immer in der Elternwerkstatt, lassen Sie doch Ihre Kinder mal zuschauen, wie eine Ameise krabbelt. Es muss nicht immer gleich die Förderung sein. Es muss nicht immer gleich das große Talent sein. Ja? Es ist schön, wenn Kinder ein Instrument lernen. Es ist schön, wenn sie gefördert werden. Aber es ist für Kinder sehr wichtig, wenn sie auch einfach einmal einer Ameise zuschauen dürfen. Und das ist dieser Freiheitsbereich. Und dieser Mitsprachebereich ist, wenn wir uns vielleicht auch einmal dazusetzen und auch einmal beobachten, wie die Ameise krabbelt. Und dann gibt es den Bereich, viele zucken da zusammen, das ist der Gehorsam. Das sind die Regeln zu Hause. Das ist der Bereich, wo wir Eltern bestimmen. Wir geben hier die Regeln vor. Und da ist es ganz wichtig, dass hier die Eltern oder die Personen, die mit dem Kind zu tun haben, die Regeln zuerst vereinbaren. Wir Eltern sollten das Team sein, ja, das Dach wieder bilden, das die Kinder brauchen. Und hier muss es gar nicht 500.000 Regeln geben, sondern es sollte so drei, vier, fünf Regeln geben. Und diese Regeln wachsen mit den Kindern mit. Als unsere Kinder klein waren, war die erste Regel, wenn wir über die Straße gehen, gebt sie uns die Hand. Meine Kinder sind jetzt erwachsen und sind viel größer als ich. Jetzt müssen sie mir nicht mehr die Hand geben. Jetzt gebe eher ich ihnen schon die Hand, weil sie schon den besseren Überblick haben. Aber wichtig ist, dass es hier Regeln gibt, die zuerst unter den Eltern vereinbart werden und dann den Kindern erklärt werden. Und diese Regeln, die sollten auch Konsequenzen haben, wenn sie nicht eingehalten werden. Weil nämlich wir lernen nur, wenn wir es auch spüren. Und diese Konsequenzen sollten immer mit der Sache zu tun haben. Macht ein Kind, einem anderen Kind zum Beispiel, den Holzturm kaputt, sollte es diesen Holzturm wieder mit diesem Kind aufbauen. Und zwar nicht so, wie es selber will, sondern so, wie das Kind es sich vorgestellt hat, dessen Turm kaputt gegangen ist. Spielt ein Kind am Handy zu lange, ja, eine Zeit, dass die vereinbart wurde und die wird überschritten vom Kind, dann darf es am nächsten Tag um diese Zeit weniger spielen. Kommt ein Jugendlicher zu spät nach Hause, ja, es ist 9 Uhr ausgemacht und er kommt um 9:30 Uhr, ohne es zu sagen, ohne zu schreiben, das ist ja heutzutage schon sehr einfach, dann ist das nächste Mal, wenn er weggehen darf, diese Zeit, die er überschritten hat, muss er früher zu Hause sein. Nur so lernen sie, die Konsequenzen auch zu tragen. Weil was wollen wir mal später? Wir wollen, dass unsere Kinder kompetente Erwachsene werden. Und das werden sie nur, wenn sie ihre eigenen Grenzen spüren und auch spüren, ach, Mama und Papa haben das jetzt nicht so gut gefunden oder finden jetzt keine Ausrede, sondern die bleiben jetzt hier standhaft. Und Autorität, viele zucken dann zusammen, so wie bei Gehorsam, aber Autorität ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und ich stelle mir immer vor, das ist ein allgemeines Beispiel, was mir sehr gut gefällt, Autorität ist wie ein rohes Ei. Hält man es zu locker, fliegt es runter. Hält man es zu fest, zerdrückt man das Ei. Und genauso ist es auch bei der Autorität von Kindern. Man muss sich was vereinbaren, zuerst absprechen, dann den Kindern sagen und auch den Kindern die Konsequenzen sagen. Und so lernen die Kinder auch selbst die Konsequenzen zum Beispiel auch
sich auszusuchen. Ich weiß das, weil unser Sohn, der hat einmal einen ziemlichen Blödsinn gebaut bei einem Wandertag. Und wir haben zu ihm gesagt, Johannes, was ist jetzt die Konsequenz davon? Und er hat gesagt, dass ich zum Direktor gehe, dass ich mich entschuldige und dass ich mich bei den Mitschülern entschuldige. Und ich muss sagen, da war er in der vierten Volksschulklasse und das habe ich sehr, sehr toll gefunden. Und wir haben das auch dann wieder wertgeschätzt. Es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir dann als Erwachsene hier auch wertschätzen, wenn die Kinder Verantwortung übernehmen. In diesem Gehorsambereich, in diesem Bereich der Regeln, ist es ganz wichtig, weil hier, dass wir diese Regeln auch einhalten, weil Kinder fühlen sich hier geborgen. Kinder, die keine Regeln, keine Grenzen kennen, die kennen nicht ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse und daher kennen sie auch nicht die Grenzen und Bedürfnisse der anderen. Das erleben wir leider heutzutage sehr oft. Und so ist es wichtig, dass wir in den Familien auch als Vorbilder dienen. Das ist ja das Anstrengende am Elternsein. Ja? Und es ist eine große Erleichterung, wenn man sich diese drei Bereiche auch immer vornimmt. Wo stehe ich gerade? Wo bin ich? Soll ich mich jetzt einmischen, weil das Kind das Lego-Traumschiff anders gebaut hat, als es in Star Wars vorkommt? Nein, es ist sein Schiff, seine Vorstellung. Ja? Gehe ich in den Mitsprachebereich, weil ich die Wochenendgestaltung planen will und habe sie schon vorbereitet? Nein. Ja? Wenn Sie es schon vorbereitet haben, dann benutzen Sie nicht die Mitsprache, sondern dann sind Sie im dritten Bereich, im Bereich der Eltern. Ja? Dann sind Sie dort, wo Sie sagen, heute fahren wir zur Großmutter, weil die liegt im Spital. Und das ist etwas, wenn man so mit Kindern respektvoll umgeht und die Kinder auch wirklich gleichwertig behandelt, dann lernen sie das von klein auf. Und ein Nein ist nichts Böses. Ein Nein ist wichtig für Kinder, weil wir als Erwachsene haben bereits die Erfahrungen, die oft Kindern fehlen. Kinder können nicht einfach über die Straße laufen, weil sie noch nicht abschätzen können, wie schnell ist das Auto da, weil sie über die Autos oft gar nicht drüber schauen können. Wir können das, ja. Wir sind auch nicht die Götter in Weiß, wir machen auch Fehler und es ist wichtig, dass wir auch dann sagen, ja, da haben wir Mist gebaut, entschuldige bitte. Oder ich habe es dir versprochen, stimmt, es tut mir leid, es ist sich nicht ausgegangen, das sollte nur nicht zu oft vorkommen. Und wichtig ist, dass wir über allem immer die Liebe stellen. Auch wenn wir mit unseren Kindern vielleicht mal schimpfen oder auch einmal vielleicht sauer sind auf sie, dass wir ihnen immer das Gefühl geben, ich habe dich lieb, wie du bist. Nur das, was du gerade gemacht hast, das ist nicht in Ordnung. Und dafür muss ich die Verantwortung übernehmen als dein Elternteil. Aber in erster Linie musst du natürlich altersgemäß die Verantwortung übernehmen, weil du hast diese Situation hervorgerufen. Ja, das wäre nun so das Konzept. Jeps, hier auch noch, wenn Sie Lust haben, können Sie gerne uns Feedback geben, ganz modern schon mit QR-Code. Wir sind für Sie da in der Elternwerkstatt. Wir sind für Eltern da und freuen uns über jeden, der uns kontaktiert. Wir versuchen hier Eltern ein bisschen zu begleiten, zu unterstützen. Und gerade dieses Konzept der drei Bereiche ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, weil wir Eltern oft so ein bisschen hin und her wackeln und nicht genau wissen, wie wir sollen. Und für mich war das damals, als ich es kennengelernt habe, eine ganz, ganz große Hilfe, weil ich mir immer überlegt habe, in welchem Bereich bin ich jetzt? Und dann war ich strukturiert und ich sicher und dadurch waren es unsere Kinder auch. Und jetzt muss ich oft schmunzeln. Unsere Kinder sind jetzt schon wirklich erwachsen, alle über 18. Unsere Tochter studiert das Gleiche wie ich. Und oft sagt sie, Mama, ich muss so oft an dich denken und ich bin dir so dankbar, dass du uns das so erklärt hast. Ja, weil wir immer ihnen auch gesagt haben, überlegt einmal, in welchem Bereich sind der Papa und ich gerade? Wir machen das nicht,
weil wir so Macht wollen oder weil wir so schimpfen wollen, ja, sondern wir machen es, weil wir euch lieb haben, dass wir Nein sagen. Oder sagen, denkt immer dran, dass wir auf eurer Schulter sitzen und ob wir es gut heißen würden, was ihr gerade macht. Nicht als Kontrolle, sondern ein bisschen vielleicht als Gewissen oder als Reflexion. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, ein Nein kann sehr mühsam sein, viele Diskussionen auslösen, aber es ist wichtig, damit die Kinder ihre Grenzen lernen und damit sie wissen, was sie fühlen und was andere fühlen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Lippert. Dankeschön für die wertvollen Anregungen, praktisch und als Hilfestellung für Eltern, Großeltern. Erziehung ist ja ein lebenslanges Lernen an uns selber oder miteinander. Und wie Sie so schon sagten, auch im, der respektvolle Umgang miteinander ist so wichtig. Und dass wir miteinander reifen und wachsen, auch innerlich. Also es gibt, die Erziehung ist einmal äußerlich, die äußeren Fähigkeiten und Begabungen zu fördern, aber auch innerlich unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln und je nach Alter. Und das ist so schön, wie Sie das ausgeführt haben. Und über allem steht die Liebe, das finde ich auch, und die Dankbarkeit. So, ganz vielen Dank, Frau Lipper, das war sehr wertvoll. Danke Danke, vielmals. danke schön. Dankeschön. Als nächsten Sprecher haben wir Herrn Rocker. Ich möchte kurz über seinen Werdegang sagen. Er ist Direktor, Stellvertreter im Schulsprengel Toblach, Südtirol. Er ist Leiter der Mittelschule in Toblach und Lehrer für literarische Fächer Deutsch, Geschichte und Geografie an der Mittelschule. Er ist Leiter des Museums Rudolf Stolz im Sechsten in Südtirol, Doktor der Philosophie in Geschichte und Germanistik. Er hat das Echert-Diplom für Begabungs- und Begabtenförderung an der Universität Nijmegen in Holland, ist Koordinator für Begabungs- und Begabtenförderung im Schulverband im Pustertal. Und er macht ein Programm für Entwicklung und Begleitung regionaler und internationaler Schreib- und Kunstprojekte im Bereich der Begabungsförderung. Renate und ich haben Herrn Rocker getroffen und wir waren sehr beeindruckt über seine Projekte. Er hat uns auch zwei Bücher vorgestellt über das Blaue Blatt und über 2012 Geschichten zu Frieden. Und da war ich sehr beeindruckt, weil in diesem Buch, was uns zeigen wird, drei Generationen über Frieden geschrieben haben und gezeichnet haben. Und es ist so schön aufbereitet und war wirklich sehr inspirierend. Und es war eine Eröffnung einer Ausstellung im Pustertal letzte Woche, wo wir leider nicht hin konnten aus Termingründen. Und ja, er wird sicher uns mehr darüber erzählen. Und einfach mit dem kreativen Umgang miteinander, dass man über das Leben lernt. Und ich möchte Herrn Rocker bitten, dass er uns seine Ausführungen gibt. Dankeschön, dass Sie mit uns sind, Herr Rocker. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, dass ich Ihnen einige meiner Projekte vorstellen darf. Also wie gesagt, ich bin Lehrer und ich entwickle und koordiniere schon seit 15 Jahren immer wieder verschiedene
Begabungsprojekte im Bereich Schreiben und Kunst und habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere Begabungsprojekte sind keine Projekte der Eliteförderung, sondern wir bieten immer Projekte an, wo jedes Kind seine persönlichen Talente fördern kann. Es ist zum Beispiel so, wenn man eine Schulklasse hat, dann schreiben ja von 20 Schülern vielleicht drei oder vier gerne und die anderen nicht so gerne. Und wir laden dann alle die, die gerne schreiben, aus verschiedenen Schulen ein. Die treffen sich dann an drei Vormittagen und werden dann angeleitet von Schreibpädagoginnen und so entstehen dann ganz tolle Texte. Was uns immer ganz wichtig ist, ist auch, dass unsere Schreibprojekte immer auch einen realen Bezug haben. Also wir betten das immer ein in einen realen Anlass und wo es dann ja auch vorgestellt wird. Ein schönes Projekt kann ich Ihnen vorstellen, das ist dieses dicke Buch hier. Das nennt sich 2012 Friedensgedanken zum Jahr 2012. Der Anlass war, dass wir zusammengearbeitet haben mit dem Zeitgeschichtsarchiv Praxer-Wildsee. Dort gibt es ja die Geschichte, dass zu Kriegsende 1945 139 prominente Sippen- und Sonderhäftlinge als Geiseln festgehalten wurden und die wurden dann dort von der Wehrmacht befreit. Dort finden dann immer alljährlich Ende April Gedenkveranstaltungen statt und wir haben einmal dazu dieses Buch gemacht mit diesen 2012 Friedensgedanken. Das Ganze war ein Projekt, wo eben Schüler aus verschiedenen Grundschulen, also zu unserem Schulsprengel gehören ja vier Grundschulen und eine Mittelschule und die größeren in der Mittelschule haben dann in ihren Stammschulen, in den Grundschulen, von denen sie kommen, dieses Projekt vorgestellt und das auch gemanagt. Das hat dann so ausgesehen, dass jedes Kind eben so ein Blatt bekommen hat, wo es selber einen Friedensgedanken formulieren sollte. Und es musste dann auch noch zwei Personen anderer Generationen, Eltern und Großeltern, bitten, auch einen Friedensgedanken zu formulieren. So sind dann von 500 Kindern 2000 Friedensgedanken entstanden, die dann in diesem dicken Buch jetzt gesammelt sind. Ich weiß nicht, ob man das halbwegs gut sehen kann. Das ist nur ein Einblick. Und die 12 Friedensgedanken, die haben dann Mitarbeiter dieses Zeitgeschichtsarchivs oder eben Zeitzeugen aus der damaligen Zeit gestaltet. Die haben dann immer eine Person ausgesucht, die sie dann noch näher beschrieben haben. Und dieses Projekt ist dann eben eine dicke Sammlung geworden von 2012 Gedanken zum Thema Frieden. Ein weiteres Projekt, das wir auch jetzt vor kurzem eben gemacht haben, ist dieses Projekt hier. Hier geht es, das haben wir jetzt letzte Woche eröffnet. Das war ein Schreibprojekt zu Zeichnungen von Manfred Bockelmann. Manfred Bockelmann ist ein Künstler aus Kärnten. Er ist der Bruder von Udo Jürgens. Und er hat sich eben zur Lebensaufgabe gemacht, Kohlezeichnungen, großformatige Kohlezeichnungen anzufertigen von Kindern, die im Konzentrationslager Auschwitz ums Leben gekommen sind. Der Grund war folgender: Als er 70 geworden ist, hat er sich überlegt, was könnte ich denn eigentlich Gutes tun? Er hatte ja das Glück, in einer Wiege zu liegen, wo er eben nicht in ein Konzentrationslager gekommen wäre. Und er hat sich eben gedacht, viele dieser Kinder, das könnten meine Spielkameraden gewesen sein. Die hatten eben nicht das Glück, ein Leben führen zu dürfen, wie sie sich vielleicht vorgestellt hätten. Und deshalb hat er angefangen, eben diese großformatigen Kohlezeichnungen zu machen. Das Projekt nennt sich Zeichnen gegen das Vergessen.
Ich habe das dann wieder mit Schülerinnen als Schreibanlass genommen. Da haben dann Schülerinnen der 3. Klasse Mittelschule und der 1. Klasse Oberschule haben sich dann getroffen und mit einer Schreibpädagogin haben die Briefe verfasst, einmal aus der Sicht der Kinder oder von einem Bruder oder einer Schwester, teilweise auch aus der heutigen Sicht. Es sind ganz berührende Texte entstanden da, die eben jetzt in dieser Ausstellung neben diesen Kinderbildern liegen. Es war eine ganz berührende Eröffnungsfeier, es waren über 150 Leute da und es macht eigentlich sehr betroffen. Und wenn Sie in nächster Zeit einmal in die Nähe kommen sollten, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, diese Ausstellung anzuschauen. Das ist im Hotel Praxer Wildsee an einem sehr schönen Bergsee bei uns gelegen, ein ganz besonders schöner Ort. Und die Ausstellung ist dort wirklich sehr beeindruckend, muss man sagen. Das ist zum Beispiel so eines dieser Bilder, das er gezeichnet hat. Und das war unser Projekt, das sich eben dann nennt Zeichnen und Schreiben gegen das Vergessen. Ein weiteres Projekt, das ich mit Schülern einmal gemacht habe, war dieses Projekt 1000 Bäume. Auch hier ging es darum, Kinder zu sensibilisieren, dass eben ein Schutzwald bei uns in den Bergen auch eine Funktion hat. Wir haben bei uns einen externen Lernort, einen Bauernhof, der einer Sozialgenossenschaft geschenkt wurde und wo eben Schüler und Schulklassen hinfahren können, um eben dort verschiedene Workshops auch zu machen. Und das Sturmtief Vaia hat im Jahr 2018 diesen Schutzwald hinter diesem Hof zerstört. Und wir haben dann ein Mal- und Schreibprojekt initiiert, wo wir Kinder eben aufgerufen haben, Texte zu schreiben oder Bilder zu malen. Und für jeden eingereichten Text und jedes Bild wurde dann ein Baum für den Schutzwald gepflanzt. Durch Corona konnte dieses Projekt nicht in Präsenz stattfinden und dann haben wir eben die Schreibanregungen in Erklärvideos gegeben und dadurch ist das dann sehr weit verbreitet worden und es haben dann eben nicht nur 20 Schüler aus unserer Umgebung teilgenommen, sondern 142 Schulen, Kindergärten und Schulen aus Südtirol, aus Österreich, aus Deutschland, aus Polen auch. Und die haben dann alle möglichen Texte und Bilder eingereicht, die dann eben in diesem, auf einer Homepage, in einer Google Earth-Karte zusammengefasst wurden. Und die kann man dann über diesen Link anschauen. Da kommt man dann, da sieht man diese Google Earth-Karte und über jeden Punkt kommt man zu jeder Schulklasse und kann jeden dieser Beiträge anschauen. Es sind über 1800 Beiträge eingegangen und es haben, wie gesagt, 142 Kindergärten und Schulen mitgemacht auch. Das Projekt ist auch ausgezeichnet worden vom Ö1 und vom Außenministerium in Wien beim Wettbewerb Reparatur der Zukunft. Und da haben wir oder sind wir gemeinsam mit einem Projekt aus Frankreich, aus Serbien, aus Israel und der Ukraine von 44 eingereichten internationalen Projekten ausgewählt worden. Wir haben auch den Klimapreis Südtirol gewonnen für dieses Projekt und auch den Schutzwaldpreis Helvetia. Und wir arbeiten auch hier wieder weiter. Es ist uns immer weiter, dass es eben zu wenig ist, nur Bäume zu pflanzen. Das Ganze soll ja nachhaltig sein. Und wir arbeiten jetzt eben an einem Folgeprojekt zu diesem Schreib- und Kunstprojekt. Dann erzähle ich Ihnen noch ganz kurz die Geschichte von unserem blauen Blatt. Auch das ist ein schönes Buch geworden zu einem Bild von Manfred Bockelmann, dieses blaue Blatt hier. Manfred Bockelmann malt ja blaue Blätter und nennt diese Serie das Sterben der Blätter, aus dem Grund, weil Blätter, wenn sie am Baum hängen, ja zweidimensional sind und wenn sie herunterfallen, rollen sie sich auf
Und das erinnert ihn, wenn er diese mit Kohle zeichnet, an den Handrücken eines älteren Menschen, der dann auch so schrumpelig wird wie die Blätter, wenn sie sich aufrollen. Und es fasziniert ihn da eben immer wieder dieser Kreislauf des Lebens, dass die Blätter immer wieder herunterfallen und im nächsten Jahr der Baum immer wieder neue Blätter auch bekommt und macht. Ich habe ihm dann erzählt, Kinder sehen das vielleicht anders, die sehen, glauben gar nicht, dass dieses Blatt stirbt, sondern es will vielleicht auf eine Reise gehen. Und auch das hat wieder einmal, ich habe inzwischen ein sehr schönes Netzwerk, wo eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder gerne mitmachen bei unseren Projekten. Und das Blatt ist dann auf Reisen gegangen und das haben dann über 100 Kinder aus 11 Ländern mitgemacht. Das Blatt ist im Atelier in Klagenfurt gestartet, ist dann ins Burgenland geflogen zum Heinz Janisch, der hat dann auch eine Geschichte geschrieben. Von dort dann weiter nach Klagenfurt, nach Kitzbühel, nach Osttirol, von Osttirol dann nach Bologna. Es war dann im Baskenland, in der Schweiz, in Island, in Polen, in der Ukraine haben Kinder aus Kiew und Lemberg im Rathaus von Lemberg geschrieben. In Deutschland, in Namibia, in New York, in Tunesien, in Wien haben 2 Schulen mitgemacht, dann unsere Kinder hier natürlich und am Ende ist es dann wieder zurückgekehrt zu ihm. Die Kinder sollten eben eine Geschichte schreiben mit einem ortsspezifischen Inhalt, dass man erkennt auch, wo es ist und es sollte eine fantastische Geschichte sein. Die Geschichten sind alle auf Deutsch übersetzt, sind aber auch in der Originalsprache der Kinder im Buch und auch in englischer Gesamtübersetzung. Wir haben das Buch jetzt schon öfters vorgestellt, auch und voriges Jahr auch auf der Art Antique in Wien im November, wo das auch sehr gut besucht war. Ja, das ist dieses Buch und es gibt so mehrere Geschichten auch noch. Das ist auch noch ein Buch, das wir gemacht haben. Das nennt sich 4 Meilenstiefel. Da haben auch über 100 Kinder oder 61 Kinder haben da mitgeschrieben aus Aachen, aus St. Gallen, aus Osttirol und aus Südtirol. Das ist eine zusammenhängende Geschichte, wo die Kinder dann sich am Ende getroffen haben und ein gemeinsames Ende entwickelt haben zu diesem Buch. Oder es gibt auch noch dieses Buch vom Weißen, zum Weißen Tagebuch, wo eben auch Kinder philosophische Texte geschrieben haben zu Bildern einer Künstlerin. Ja, das sind so einige Beispiele, die ich Ihnen erzählen konnte. Wir machen jetzt zurzeit ein Kunstkochbuch mit Kindern auch, wo Kinder eben zu Bildern eines Künstlers schreiben von Rudolf Dranheim. Das ist eben ein Künstler aus Berlin, den ich gerne einmal zusammen mit Manfred Bockelmann zeigen würde, weil die beiden einiges verbindet. Manfred Bockelmann ist ja 1943 geboren und er hat sich ja zur Aufgabe gemacht, Kinderporträts zu zeichnen von Kindern, die eben in Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind, von Kindern, um die niemand geweint hat, weil ihre Eltern ja auch schon tot waren und die vergessen wurden. Und er hat das und macht das deshalb, damit heute an diese Kinder gedacht wird, damit sie nicht vergessen werden. Und deshalb heißt das Projekt auch Zeichnen gegen das Vergessen. Rudolf Dranheim ist fast gleich alt wie Manfred Bockelmann, der ist 1941 geboren. Und er kam als 4-Jähriger ins Konzentrationslager. Als der Krieg zu Ende war, 1945, er hat mit seiner Familie in Polen gelebt. Und da haben die Russen dann ihn mit seinen 2 Brüdern verhaftet und in ein Konzentrationslager gesteckt. Und er blieb dann 4 Jahre lang im Alter zwischen 4 und 8 Jahren in diesem Konzentrationslager. Ein Bruder von ihm ist im Konzentrationslager verstorben im Alter von 1,5 Jahren, weil er erkrankt ist und nicht versorgt wurde. Und der andere Bruder und er haben überlebt. Sie sind dann erst 1949 vom Roten Kreuz befreit worden und dann ist die Familie wieder zusammengeführt worden. Und er verarbeitet eben auch seine Zeit in diesem Konzentrationslager
in der Kunst. Und zu beiden haben eben auch Kinder Texte geschrieben, zu Manfred Bockelmanns Porträts und auch zu seinen Bildern sind ja auch Texte entstanden für unser Kunstkochbuch, das wir machen eben auch mit seinen Bildern. Das sieht dann so aus, es wird jetzt entworfen. Da haben Kinder eben zu diesen abstrakten Werken von ihm Texte geschrieben, zu Werten wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, Respekt, Zufriedenheit, Harmonie. Da haben Kinder eben aus Südtirol, aus Kitzbühel, aus Osttirol und Kinder aus Tunesien auch mitgemacht. Und zu jedem dieser Bildergruppe gibt es dann auch immer ein vegetarisches Menü und daraus entsteht dann eben ein Kunstkochbuch mit dem Schwerpunkt eben Texten zu diesen Werten wie Achtsamkeit und das ist uns eben ganz wichtig. Und was ich da abschließend eben noch sagen kann, ist, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten 15 Jahren. Man muss Kindern viel zutrauen, dann entsprechen sie auch. Wenn man ihnen das zutraut, dann entstehen da ganz tolle Sachen und wirklich wunderbare Texte, die man einem 12-, 13-Jährigen auch gar nicht zutrauen könnte. Natürlich immer unter Anleitung. Und das entstehen wirklich ganz tolle Sachen. Und was sich sehr bewährt hat, ist eben, dass wir eben Kinder aus verschiedenen Schulen, die eben die gleiche Begeisterung für etwas haben, fürs Schreiben, für Kunst und so, zusammenholen und dass die dann eben wieder eine neue Gruppe bilden. Und da kommen dann eben 16 Kinder zusammen, die eben alle gerne schreiben. Und das funktioniert wirklich ganz, ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Was uns immer auch wichtig ist als Wertschätzung auch für die Kinder, dass es immer ein schönes Handlungsprodukt gibt, dass man eben nicht nur schreibt, um zu schreiben, sondern es ist immer eingebettet in eine reale Situation. Und es gibt immer ein schönes Buch am Ende oder eine Veranstaltung, wo die Kinder dann auch auftreten, wo sie dann ihre Texte vorlesen können und wo sie dann eben auch für ihren Einsatz und ihre Arbeit wertgeschätzt werden. Und wie gesagt, ich bin schon lange in der Schule, ich bin ja fast 40 Jahre, unterrichte ich jetzt schon in der Schule und mache wirklich seit 15 Jahren oder noch länger diese Begabungsprojekte und kann eigentlich nur mir wünschen, dass das viele andere auch machen würden. Wir haben ganz, ganz nette Kinder, ganz, ganz nette junge Leute, die wirklich sehr, sehr engagiert sind und die wirklich ganz tolle Sachen hervorbringen. Und ich staune immer, was da wirklich alles kommt und kann das wirklich nur, also das Lob an diese Kinder weitergeben und auch die Wertschätzung und kann ihnen nur sagen, es ist sehr schön, Lehrer zu sein und sehr schön, solche Sachen zu machen und diesen Kindern diese Möglichkeiten zu geben, in solchen Situationen wachsen zu können und sich auch selbst zu entdecken, ihre Potenziale zu entfalten, ihre Begabungen, ihre Talente dann eben auch weiterzuentwickeln. Ja, glaube ich, war jetzt lang genug. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rutte. Es ist wirklich sehr inspirierend, finde ich, zu hören, was möglich ist mit den Kindern und dieses kreative Arbeiten und Miteinander und sei es auch Vergangenheit aufzuarbeiten oder Zukunft, an der Zukunft zu arbeiten. Und es gibt wirklich viel Hoffnung. Und wie Sie sagen, ja, wer auch an Werten zu arbeiten, an Dankbarkeit, an Harmonie, an Achtsamkeit. Und dass die Kinder spüren, es gibt noch mehr, es gibt ein größeres Ganzes und wir gehören eigentlich alle zusammen. Und dass eben dieser achtsame Umgang miteinander und dass die Kinder dann eben sich selbst entdecken können und sich entfalten können. Ja, und eben dann den Lob und die Wertschätzung ausdrückt.
Und bei ihnen fühle ich immer, sie sind mit Leib und Seele Lehrer, und das spürt man. Aber da spürt man nicht das Lehrerhafte, sondern das ist so natürlich bei ihnen, und das können die Kinder dann sicher, das können die Kinder gut annehmen. So, und weil, wenn man denkt, in der Schulzeit für Kinder ein Lehrer spielt schon eine sehr große Rolle. Ob er inspirieren kann oder ob er nur trocken seinen Stoff weitergibt oder wie er den Stoff verarbeitet. Ich meine, das wissen Sie besser wie ich, aber es ist sehr große Aufgabe, Lehrer zu sein, Eltern zu sein, und das große Verantwortung auch. Ich denke, dass man sich dann gegenseitig inspiriert und helfen kann. So, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Projekte. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können. Dankeschön. Danke. So, herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir zu Fragen. Ja. Renate, hast du Fragen gefunden? Ja, ich habe eine Frage, die kam am Ja. Anfang von Frau Spiegel. Ich weiß nicht, ob Miriam hier ist. Das war hauptsächlich gerichtet noch an Frau Liebert. Und zwar geht, ich lese es vor, es ging um das Loben. Kann man zu viel loben, zu oft loben oder zu wenig loben? Frau Veronika Lippert, was ist Ihre Erfahrung Ja, mit diesem Thema? danke vielmals für diese Frage. Ich glaube, wenn man lobt, sollte es wirklich ein ehrliches Loben sein. Ja, weil die Kinder spüren das. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal, wenn mich jemand dann so lobt, denke ich mir, meint er das jetzt ehrlich oder nicht? Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und es ist ein Phänomen, aber oft ist das Lob, das man in Nebensätzen sagt, ja, das viel entscheidende Lob, was sich Kinder merken. Und ich glaube, es geht darum, dass man lobt und dass man sagt, danke. Zum Beispiel, wenn das Kind seinen Teller von selbst zum Geschirrspüler räumt oder zum Waschbecken, man sagt, danke. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass du das so gemacht hast, ohne dass ich was gesagt habe. Also, dass man sich auch bedankt dafür. Ja. Ich habe einmal Eltern sitzen gehabt, da ist das Kind trocken geworden mit 2,5 Jahren und sie haben ihm sofort eine Puppe gekauft und ich weiß nicht, ist nicht viele Kleider und so, das ist vollkommen übertrieben. Also, es sollte nie Lob mit etwas Materiellem verbunden sein. Ja. Wenn man natürlich einmal einem Kind zum Beispiel, ja, etwas besonders toll macht, ja, einfach sein Zimmer in Ordnung bringt oder etwas macht, was einem am Herzen liegt, ja, dann kann man schon einmal etwas kaufen, was es besonders gern hat. Ich weiß, unsere Tochter hat zum Beispiel eine Zeit lang, unsere mittlere Tochter, Nagellacke gesammelt, ja, und dann habe ich ihr so einen kleinen Nagellack besorgt und habe ihn ihr einfach auf den Schreibtisch gestellt. Und sie hat sich furchtbar gefreut. Sie ist gekommen und sagt, Mama, danke, 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 danke. Aber es ist nicht, dass ich es jedes Mal gemacht habe. Es war etwas Besonderes. Ja? Und ich glaube, Lob ist wichtig, weil wir loben viel zu wenig. Deshalb sind Kinder auch viel am Handy, weil da gibt es immer ein schnelles Lob. Ja? Aber es sollte eben ein ehrliches Lob sein. Und ein Lob sein, dass man wirklich von Herzen auch so meint. Und wenn es nur, wenn man vorbeigeht, ein Klopfer auf die Schultern ist, das reicht schon. Naja. Ist die Frage beantwortet? Müssen wir Frau Spiegel fragen? Ich finde es die Antwort sehr gut. Ich danke vielmals Ja, dafür. sehr interessant. Ja. Ich habe nur gedacht, es kommt sicher von Herzen, wenn es von den Eltern kommt. Und ich denke aber nur daran, das Loben, wie Sie gesagt haben, ich finde, das hat mich sehr gefreut, dass du das gemacht hast. Aber wenn man mit den Kleinen so umgeht, oh, das hast du gut gemacht, das hast, ich habe mich immer wieder erwischt, dass ich immer wieder sage, boah, das hast du gut gemacht und das hast du gut gemacht und dass ich oft das Gefühl habe, es ist zu viel und das vielleicht das einen Druck erzeugt, ne? Dass man immer etwas gut machen soll, oder? Ja. Ich meine, das mit der Ehrlichkeit, es kommt schon von Herzen und ich fühle das auch so, dass es
wirklich was Tolles ist. Aber ich denke, ist vielleicht das zu viel loben, ist vielleicht auch nicht gut, ne? Also in der Richtung habe ich Absolut. Ich glaube, überlegt, ne, weil alles, was zu viel ist, ist nicht gut. ja. Das ist immer so. Man Aber ich denke, Sie haben merkt. da schon ein gutes Bauchgefühl. Hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl. Ja. Nein, es ist auch ein bisschen eine Tendenz, dass man das Gefühl hat, man soll immer bestärken und aufbauen und so. Aber manchmal wollen sie das ja auch gar nicht, ne? Ja, also was ich oft sage, ist so, ich habe ja gewusst, dass du das kannst. Ich habe gewusst, dass du das kannst. Das ist auch ein Satz, den ich gerne verwende, weil ich sehr oft weiß und die Kinder, so wie wir es ja gerade beim Herrn Roger auch gehört haben, ja, wir müssen Kindern auch was zutrauen. Und wenn wir das bestärken, ja, wenn wir sagen, ich habe es gewusst, ich habe gewusst, es war zwar schwierig und du hast dir vielleicht schwer getan, aber ich habe gewusst, du kannst es. Dann ist das für die Kinder eine enorme Bestätigung. Ja. Wir trauen ihnen etwas zu. Da ist jemand, der glaubt an mich. Ja. Ja. Danke schön, ja. Wichtiges Thema. Absolut. Ein sehr wichtiges Thema. Ja, danke vielmals. Jetzt schaue ich einmal, jemand, eine Frau, Lehrerin, Frau Hauseder, bittet auf jeden Fall um die Aufzeichnung. Und die Aufzeichnung wird es geben, die werden wir auch weiterleiten, beziehungsweise dann das Video. Und jetzt frage ich auch noch, hat jemand noch eine Frage? Im Chat habe ich keine Fragen mehr, aber vielleicht, aber müsstet ihr Hand heben, also ihr könnt euch frei fühlen, Fragen zu stellen. Ich versuche Ich jetzt. wollte wissen vom Herrn Rocker, wo das blaue Blatt sich jetzt befindet. Bitte. Wo befindet sich das blaue Blatt jetzt? Meinen Sie jetzt das Buch oder das Originalbild? Die Das Geschichte. Original, also das, wo die Geschichten jetzt geschrieben werden. In welchem Land? Ah, nein, nein, das ist schon abgeschlossen. Das Blatt ist schon wieder nach Hause gekommen. Das Das ist ist schon schon wieder wieder zurück. zurückgekehrt. Ja. Das Oh. Blatt ist schon wieder zurückgekehrt und ich habe letzte Woche Fotos bekommen von den Kindern aus Namibia, die dort geschrieben haben. Also die haben richtig gestrahlt vor Freude, hat man gesehen, ihnen hat man die Freude richtig angesehen. Sehr schön. Als eine Bekannte von mir, die ist nach Namibia gefahren und die hat ihnen dann die Bücher vorbeigebracht. Und wir haben ja von vielen Ländern Bilder bekommen mit dem Buch in der Hand. Die Kinder in der Ukraine haben sich auch sehr gefreut, die Kinder in Polen. Also wie gesagt, es war schon. Also die freuen sich dann schon, wenn es ein Buch gibt, wo sie als Autor drinnen stehen, nicht? Sehr schön. Und das Blatt ist ja wieder zurückgekehrt dann zum Herrn Bockelmann in sein Atelier nach dieser Reise. Das war ja ein Geschenk von uns und von den Kindern zu seinem 80. Geburtstag. Und da war er dann natürlich ganz überrascht, so ein Geschenk zu bekommen. So eine Weltreise eines Kunstwerkes von ihm nicht. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, gibt es Fragen? Vielleicht die Frau Hirschmann hat noch Ja. Fragen. Ja, ich habe eine Frage an Frau Lippert. Also ich finde wirklich schön, dass diese drei Punkte, also Freiheit und Mitsprache und Gehorsam, ne? Und diese Balance zwischen, weil manchmal wie, oh, ich bin zu streng oder ich bin zu weich oder so. Und Nein zu sagen ist manchmal auch schwierig, wenn die Kinder ein bisschen erwachsen werden. Es ist wirklich immer so ein Kampf. Aber trotzdem versucht man wirklich diese Balance. Und meine Frage, Sie haben gesagt, kurz angedeutet, dass heutzutage ist Freiheit, also diese Kreativität zu fördern, ne? Freiheit, dieser Punkt. Weil die Kinder haben also eher mehr zu Hause mit Handy. So am Land, also ich wohne am Land und deshalb ist es ein bisschen bessere Situation. Aber was würden Sie oder wie würden Sie beraten oder vorschlagen, wenn die Kinder zum Beispiel auch eher große Stadt oder Stadt leben und vielleicht beide Eltern auch arbeiten,
berufstätig. Und das heißt, also wirklich, die Eltern haben eher weniger Zeit. Und was würden in dieser Situation, wie oder was würden Sie dann beraten, empfehlen? Ist meine Ich Frage. glaube, es ist nicht, danke vielmals für die Frage. Ich glaube, es ist nicht wichtig, wie viel Zeit wir mit unseren Kindern zu verbringen, sondern die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, sollte gut genützt sein. Ja? Gerade weil sie das Handy ansprechen. Ja? Beim Essen haben wir immer geschaut, dass die Handys nicht beim Tisch sind, sondern in einem Parkplatz sozusagen, ja. Oder dass wir schauen, dass man die Kinder mit einbezieht, zum Beispiel beim Kochen oder auch beim Aufräumen, ja. Es ist auch schön, einmal mit Kindern ein Kartenspiel zu spielen, ja. Aber man muss die Kinder nicht bespaßen. Man kann die Kinder im Alltag mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dass wir die Zeit, die wir haben, gerade wenn es stressig ist, wenn viele Eltern arbeiten müssen, nach Hause kommen, noch ganz viele andere Dinge zum Abarbeiten haben. Aber die Zeit, die wir unseren Kindern widmen, die sollten wir ganz bei ihnen sein. Und wenn es am Tag 20 Minuten sind, bevor sie schlafen gehen, dass man sie fragt, wie war dein Tag, wie war mein Tag, was ist passiert, was war heute gut, was war heute nicht gut. Ja, das, glaube ich, ist wichtig. Dankeschön. Diese Antwort, ja. Ich glaube, dass man irgendwie, da erlaube ich mir auch etwas zu sagen, wenn nicht Fragen sind, diese Umkehr, dass eigentlich die Erziehung der Kinder, die Erziehung der nächsten Generation, dass jedes Wort und jedes Erlebnis, das sie zu Hause haben, sie prägt für die Zukunft. Dass man das oft, ich glaube, viel, also wir einander unterstützen können, dass das wirklich sehr wichtig ist, weil es ist auch eine Umkehr in einem Trend, wo einfach die Arbeitswelt so wichtig war oder vielleicht für die Väter noch mehr als für die Mütter. Jetzt werden die Frauen auch unter Druck gesetzt, dass man im Beruf erfolgreich ist. Aber eigentlich, was die Welt braucht, sind Menschen, die etwas gelernt haben, mit Beziehungen umzugehen, mit Situationen umzugehen. Und da ist die wichtigste Schule die Eltern und das nächste die Lehrer. Deswegen möchte ich auch noch einmal auch Herrn Roger sagen, ich glaube, das, was Sie über Kunst machen, das ist so viel Persönlichkeitsbildung und ermutigen und sich ausdrücken und wichtig genommen sein. Ich glaube, dass die Eltern und dann die Lehrer da noch in dieser Weise mithelfen. Und ich glaube, ein Lehrer, ich habe ja 5 Kinder, also ich habe ja auch viele Lehrer erlebt, dass Lehrer oft Dinge dann auch noch einmal anders sehen können und die Kommunikation sicher mit den Eltern dann auch ganz ein wichtiger Punkt ist, sich da gegenseitig zu unterstützen. Aber diese Ermutigung, die davon für Kinder ausgeht, das kann ich auch nur sagen. Das wünscht man sich ein Vervielfachen dieses Potenzials. Also es haben Lehrer zugeschaut. Ich hoffe, dass wir das gut verbreiten können, dass sich viele melden bei Herrn Roger, dass sie bei den Projekten mitmachen wollen in der Zukunft. Weil ich glaube, dass das so wichtig ist, weil wir sind aufgewachsen, also ich bin sicher aufgewachsen in einer Zeit, wo Kind, man sollte am besten brav und still sein. Dann hat man nicht gestört und dann war man ein braves Kind. Und das ist eigentlich nicht die Lehre, die Schule, die man Kindern heutzutage mitgeben möchte. Es ist wichtig, dass man weiß, wann man still ist. Es ist aber auch wichtig, dass man weiß, wann man reden darf und wann sein, die Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Also ich danke ganz herzlich beiden von Ihnen, beiden Sprecherinnen heute, Sprecher und Sprecherin heute, Vielleicht dass möchte Frau Hirschmann noch sagen, wann die nächste Veranstaltung ist. Ist schon ein Termin fixiert? Ja, also nächste Veranstaltung ist 14. Juni sein. Mhm. Mit dem Thema. Und das also Thema, wie gelingt, ich glaube, die Kommunikation also gut gelingen. Okay. Gut, dann werden wir den Abend beschließen. Ich möchte besonders Frau Lippert danken für ihren wertvollen Beitrag und Herrn Rocker. Es war wirklich ein sehr bereichernder Abend und möchte auch mich bedanken bei allen Zoom-Anwesenden und ja, wünsche jedem alles Gute und dass wir einander was zutrauen und einander vertrauen.
und in dieser Liebe bleiben. Und ich möchte mich bedanken, sehr herzlich für diesen Abend. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.